Yo und willkommen hier zu einer neuen Folge Jump World, mal wieder alleine und heute spielen wir ein paar Zuschauermaps. Rotpilz extra for you. Ah ja, das klingt doch cool, habe ich bis jetzt glaube ich noch gar nicht gesehen. Okay. Jeder einzelne Sprung ist möglich und wurde getestet. Sicher, dass ich das noch nicht gemacht habe? Ich weiß es nämlich gerade gar nicht so genau. Come on. Als ob. Als ob. Okay. So, jetzt einmal hier drauf. So wie gerade eben. Und jetzt bloß nicht hier wieder gegen die Leiter springen. Alles klar. So. Ich glaube aber, dieses Level habe ich noch nicht gespielt. Und ich glaube auch, dass es mich ehrlich gesagt sehr herausfordern wird. So, hier einmal. Checkpoint. Schau nach unten. Alles klar. So, dann. Das war wohl nix. Als ob das jetzt wieder so ein Jump ist wie letztes Mal. Also dann drehe ich ja wirklich durch. Ah, ich glaube, ich weiß nämlich wieder. Ich weiß nämlich, wie der ungefähr ging. Weil ich hatte nämlich in einer Folge. Wow, da hatte ich nämlich genau diesen Jump nie hinbekommen. Und ich weiß nämlich jetzt, wie er geht. So. Alles klar, okay. Das ist ja eigentlich nicht so schwer. Außer man failt. Okay. So. Ins Wasser da unten. Diese Mauer nur dazu, dass man nicht abkürzen kann. Alles klar. Okay. Dann werde ich mich mal sanft fallen lassen. Oh. Ich würde mal sagen, das hat funktioniert. Okay, und hopp, hopp. Where's the next checkpoint? The next checkpoint is over there. Hopp, hopp. Ach, scheiße. So. Oh, als ob. Komm jetzt zum Checkpoint. Es kann doch nicht sein, dass es so schwer ist. Ah, oh, endlich. Okay. Um die Ecke in Klammern Leiter. Okay, alles klar. Mhm. Ach, scheiße. Scheibenkleister. Ah. Oh, Alter. Okay, perfekt. So, und jetzt. Aha. Oh, ich tue den Kopf. Und hopp. Ich bin gerade übertrieben konzentriert, deswegen, deswegen kann ich auch nicht die ganze Zeit so viel reden. Alles klar, du hast es geschafft. Danke, Rotpilz und andere fürs Spielen. Falls ich im Video bin, dann kauft Revis Merch. Alles klar. Ich gebe mal ein Kreativität sehr gut, weil ich finde, die Sprünge waren sehr einfallsreich und haben mich auf jeden Fall herausgefordert. Die Sprünge halt sehr gut. Optik würde ich auch sagen, würde ich mal sagen, gut, weil da waren nicht so viele Besonderheiten, aber es war auf jeden Fall schön. Bewertung abschließen, alles klar. Und dann geht's auch schon zum nächsten Jump'n'Run. Episches Quiz. Oh ja, das ist neu. Schöne Grüße aus Österreich, beziehungsweise Wien. Hoffentlich erinnerst du dich noch an uns. Sichtbarkeit mache ich mir hier, keine. Bauzeit 5 Stunden. Alter Schwede, hallo Ruppels, das ist unser zweites Jump'n'Run. Hoffe, es gefällt dir. Das ist eine Mischung aus einem Quiz und einem Jump'n'Run. Oh, sehr cool. Ich glaube, das ist sogar von denselben Leuten, wo ich das letzte Mal nicht gecheckt habe, was das JNR bedeutet hat. Oh Mann, aber ich glaube, das sind noch... Ich glaube, deren Map habe ich in der letzten Folge auch gespielt. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, die kann hier nur cool werden. Rotpilz-Quiz. Wann wurde der Rotpilz-Kanal eröffnet? Holy shit. Das weiß ich selber gar nicht mal so genau. Ah, warum weiß ich das denn nicht? Ich würde jetzt mal schätzen, 26.07. Scheiße! Alles klar. Richtige Antwort. Ja, super. Oh, sehr cool. Es gibt quasi ein Quiz und dann geht es direkt weiter. Das ist sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird gleich eine sehr, sehr gute Bewertung kriegen. Das weiß ich jetzt schon. Oh, fuck. Und... Ah, perfekt. Zack. So. Und dann hier rüber. Ich finde, es sieht... Also, es macht bis jetzt auf jeden Fall sehr viel Spaß. Sieht sehr cool aus. Und ich hoffe, dass die nächsten Fragen auf jeden Fall ein bisschen verwirrender sein werden. So, dass ich das auf jeden Fall nicht weiß. Dass es mich ein bisschen herausfordert. So ein paar Fragen, die ich vielleicht selber gar nicht mal beantworten kann. Das wäre doch mal interessant. Boah. Das ist wieder genau sowas. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie viele Videos hat Rotpilz Kanal? Stand 21.03.2016. Vielleicht sind es wirklich 700. Und ich habe es einfach selber nicht bemerkt. Ich gucke einfach mal 7. Als ob. Ich habe also schon über 700 Videos. Alles klar. Crazy shit auf jeden Fall. Ja, manche Leute haben auf jeden Fall schon weitaus mehr.
Aber naja, okay. Ich hasse diese Sprünge hier. Aber jetzt haben sie gut funktioniert. Zack. Alter Schwede, ich möchte mir alle Gliedmaßen rausreißen. Okay, und? Ja, oh, Halleluja, endlich. Endlich, Freunde. Okay, so. Mhm. 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 Und, So, sauber. So, so, so. Also das Jump'n'Run gefällt mir sehr, sehr gut bis jetzt. Oh, heilige Mutter Maria. Wie viele Abonnenten hat Rotpilz? Stand 21.03. Ey, das ist doch unmöglich zu erraten. Ob ich jetzt am 21.03. genau 589.347 oder 48 hatte. Das kann auch niemand wissen. Also ich habe überhaupt keinen Schimmer. Ich würde jetzt einfach mal sagen 47. What? Das war nur eine Fake-Frage. Beide Antworten wären richtig. Naja, ja, wow. Wow, das hätte man ja auch wissen können. Das absolute, wie heißt das absolute Dream-Team? Revi und Rotpilz, schätze ich mal. Revils. Richtig, vielen Dank. Das war ja auch jetzt nicht besonders schwer. Aber das mit den Abonnenten, das war echt eine miese Frage. So. Das hier sollte noch relativ einfach sein. Hopp, 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 hopp. Zack, zack, zack. Was? Oder 4 Folgen, 3 Folgen. Hä? Hä, das ergibt jetzt überhaupt keinen Sinn. Alles klar, okay, was steht hier? It's Zentex-Kopf, alles klar. K-Pack-Kopf, mhm. Und das ist ein Rotpilz-Kopf, so wie es aussieht. Und da müssen wir jetzt offenbar rein. Oh. Und hopp. Hier sind Schilder. Von wo kommen wir? K-Pax und It's Zentex. Ich würde jetzt mal sagen Österreich. Weil ich glaube nämlich, dass ich schon mal... Dass ich glaube ich schon mal von It's Zentex gehört habe. Und ich glaube, es ist Österreich. Irre ich mich? Ja! Haha! Herzlichen Glückwunsch. Du hast unser Jump'n'Run gemeistert. Checkt It's Zentex und It's Zentex Jump'n'Run Rotpilz 2 aus. Alles klar, das war sehr cool. Dann würde ich sagen, hier, sehr gut, sehr gut, sehr gut, gar keine Frage. Und ja, das war's. Ich würde sagen, das war's mit diesem coolen Jump'n'Run. Ich würde sogar sagen, dass das hier mit eins meiner Lieblings-Jump'n'Runs ist. Bis jetzt. Und ich, wenn ich nochmal Bock habe, dann spiele ich es einfach nochmal. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wenn ihr mehr von Jump World sehen wollt oder wenn ihr generell wollt, dass ich eure Maps spiele, dann geht doch auf timolia.de. Die IP ist nochmal unten in der Beschreibung. Ich weiß nicht genau, ob es richtig ist. Und da könnt ihr dann unter Jump World ein paar coole Maps für mich bauen. Und wenn ihr die Rotpilz nennt, dann besteht die Möglichkeit, dass ihr ins Video kommt. Ja, und das war's. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und tschüss, haut rein!